Die Regierungserklärung hat die Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der Europäische Rat im März ist klassischerweise ein Wirtschaftsrat. Und auch wenn in Europa derzeit andere Themen im Vordergrund stehen, ist es wichtig, die wirtschaftlichen Fundamente der Europäischen Union weiter zu stärken. Denn nur wenn wir wirtschaftlich gut dastehen, werden wir auch in Zukunft in der Lage sein, die drängenden Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Im Rahmen des sogenannten Europäischen Semesters wird sich der morgen und übermorgen stattfindende Europäische Rat mit der wirtschaftlichen Lage in der gesamten Europäischen Union befassen. Und wir werden darauf drängen, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Volkswirtschaften durch Strukturreformen und Investitionen stärken sowie eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik betreiben. Meine Damen und Herren, im Mittelpunkt aber des Europäischen Rates morgen und übermorgen wird erneut die Flüchtlingspolitik stehen und dabei vor allem die Zusammenarbeit mit der Türkei. Für Deutschland und für die Europäische Union als Ganzes ist die Flüchtlingsfrage die größte Herausforderung seit Jahrzehnten. Konflikte, die uns früher sehr weit weg erschienen, betreffen uns heute direkt, und sie werden auch in Zukunft uns immer wieder direkt betreffen. Das sehen wir an Syrien, das sehen wir an Afghanistan und das sehen wir am Irak. Und wir erleben, dass es sich bei der Flüchtlingsfrage um eine Aufgabe handelt, die uns allen sehr viel abverlangt, die unsere ganze Kraft und auch unsere volle Aufmerksamkeit erfordert. Denn unser Umgang mit dieser Flüchtlingsfrage wird Deutschland wie auch Europa auf lange Zeit prägen, sowohl nach innen als auch nach außen. Und umso mehr setze ich mich dafür ein, dass wir uns als reicher Kontinent in der Lage zeigen, eine solche Herausforderung gemeinsam zu meistern. Und dabei dürfen wir nie vergessen, auch Deutschland geht es auf Dauer nur dann gut, wenn es auch Europa gut geht, also Europa als Ganzes. Für mich bedeutet das, dass wir unverändert und weiterhin auf allen Ebenen an dauerhaften Lösungen arbeiten müssen, national, europäisch und international. Und ausgehen muss dieser Ansatz dabei davon, dass wir die Ursachen bekämpfen, die die Menschen dazu veranlassen, ihre Heimat zu verlassen. Mit diesem Ansatz werden wir es auch schaffen, die Zahl der nach Europa und Deutschland kommenden Flüchtlinge spürbar und dauerhaft zu reduzieren, weil die Menschen vor Ort bzw. in der Nähe ihrer Heimat sicher vor Krieg und Verfolgung wie auch mit einer Perspektive für sich und ihre Familien leben können. Denken wir an Themen wie Gesundheit, Bildung, Arbeit, aber allzu oft auch eben Ernährung. Und mit diesem Ansatz werden wir es auch schaffen, auch in Zukunft denen wirklich helfen zu können, die tatsächlich auf unseren Schutz angewiesen sind. Ich glaube, dass wir beiden Zielen zuletzt ein gutes Stück näher gekommen sind, sowohl in Europa als auch bei uns zu Hause in Deutschland. Hier bei uns haben unsere ordnenden und steuernden Maßnahmen von den seit September geltenden Kontrollen an unserer nationalen Grenze bis zu den Asylpaketen 1 und 2 begonnen, Wirkung zu entfalten, genauso wie auch die vielen Veränderungen, zum Beispiel im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und ohne jeden Zweifel profitieren wir in Deutschland gegenwärtig auch davon, dass der Flüchtlingszuzug durch allerdings einseitige Entscheidungen Österreichs und der Staaten entlang der Westbalkanroute zum Stillstand gebracht wurde. Doch ich kann gar nicht oft genug davor warnen, uns hiervon täuschen zu lassen. Denn die momentane Erleichterung, die Deutschland und einige andere Mitgliedstaaten jetzt spüren, die ist das eine. Die Lage in Griechenland ist das andere. Und sie muss jedem von uns große Sorge bereiten, weil sie natürlich nicht ohne Folgen für uns alle in Europa bleiben wird. Der Zustand dort kann und darf nicht von Dauer sein.
Sonst kämen wir nach der kurzfristigen Erleichterung bei uns vom Regen in die Traufe. Und deshalb lautet die alles entscheidende Frage unverändert, wie es uns gelingen kann, die Zahl der Flüchtlinge nicht nur für einige, sondern für uns alle zu reduzieren. Und zwar nachhaltig und dauerhaft und ohne, dass wesentliche Errungenschaften unseres Lebens in Europa geschwächt werden. Und genau das sind die Ziele des gesamteuropäischen Ansatzes. Erstens, weil gerade Deutschland als Land in der Mitte Europas wie kein zweites Land von der Reisefreiheit in Europa profitiert. Und das gilt eben auch für unsere Wirtschaft. Und zweitens, weil wir nur mit einer gesamteuropäischen Lösung verhindern können, dass mit einer Schließung der Binnengrenzen die Fluchtrouten verlagert wurden. Denn wenn jetzt wieder neue, noch kompliziertere und gefährlichere Routen entstünden, dann profitierten davon nur die kriminellen Schlepper. Den höchsten Preis bezahlten die Flüchtlinge dann häufig mit ihrem Leben. Aber auch wir Deutschen und Europäer zahlten einen hohen Preis, weil ja offenkundig wurde, dass bisherige Maßnahmen nur Scheinlösungen gewesen wären, die lediglich an den Symptomen der Krise ansetzen, nicht aber an den Ursachen. In der Folge wäre die Enttäuschung der Bürger noch um ein Vielfaches größer als manche Sorge heute. Und drittens können wir nur mit dem gesamteuropäischen Ansatz Lösungen entwickeln, die den letzten Mitgliedstaat in der Reihe nicht alleine lassen, in diesem Fall Griechenland. Noch einmal, auch Deutschland geht es auf Dauer nur dann gut, wenn es auch Europa gut geht, also Europa als Ganzes. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass die Europäische Union Griechenland jetzt humanitäre Hilfe anbietet und dafür auch die erforderlichen 700 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt bereitgestellt werden. Auch Deutschland hat Griechenland Hilfe angeboten. Ich bin dazu mit dem griechischen Ministerpräsidenten im engen Kontakt. Der Bundesinnenminister ist das mit seinem griechischen Kollegen, der Bundesaußenminister, ebenfalls. Genauso wichtig ist, dass Griechenland seinen eigenen Verpflichtungen nachkommt. Dazu gehören der volle Betrieb der Hotspots, damit eine umfassende Registrierung aller ankommenden Flüchtlinge. Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Registrierung und Aufnahme in die Eurodac-Datenbank zu verzeichnen. Das gilt auch für die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften, nachdem es zuvor viel zu viele Verzögerungen gegeben hatte. Wir brauchen nur daran zu erinnern, dass wir darüber seit dem Herbst des letzten Jahres reden. Im Oktober hatten wir eine Konferenz der Staaten des westlichen Balkans und Griechenlands, und dort ist verabredet worden, dass jedes dieser Länder ausreichend Unterbringungskapazitäten bereitstellt. Aber auch jetzt sind in Griechenland hier Fortschritte deutlich erkennbar. Griechenland will gemeinsam mit den anderen 27 Mitgliedstaaten und dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR die Krise humanitär vertretbar lösen, also mit sicherer und menschenwürdiger Versorgung und Unterkunft. Und wir helfen Griechenland dabei, sowohl finanziell als vor Ort auch mit konkreter Unterstützung. Und genau dieses Vorgehen unterscheidet die Situation heute von der in und mit Ungarn im letzten Sommer. Sicher sind viele Flüchtlinge enttäuscht, wenn sie nicht dorthin reisen können, wohin sie wollen, weil wir uns in Europa einig sind, dass es kein Recht auf Asyl in einem bestimmten Land gibt. Die Menschen aber haben Anspruch auf eine menschenwürdige Behandlung. Und genau dafür arbeiten wir gemeinsam mit Griechenland. Auch für die Menschen, die jetzt in Idomeni ausharren und die der griechischen Regierung vertrauen sollten, dass es ihnen in den neu geschaffenen Unterkünften in Griechenland deutlich besser geht als jetzt in Idomeni. Eine wirklich tragfähige Lösung jedoch haben wir erst dann erreicht, wenn nicht nur nach Deutschland, sondern in die gesamte Europäische Union dauerhaft weniger Menschen illegal einreisen als bisher. Um das zu erreichen, führen wir derzeit wichtige Gespräche mit der Türkei. Die Türkei ist das mit Abstand wichtigste Transitland, über das im Augenblick jedenfalls die Menschen illegal nach Europa kommen. Die Seegrenze zwischen Griechenland und der Türkei ist unsere europäische Außengrenze. Sie muss geschützt werden.
Und dazu gehört ein entschlossener Kampf gegen Schlepper und Schleuser. In Zusammenarbeit mit der Türkei haben wir verschiedene Schritte eingeleitet. So setzen wir auch auf den Aufklärungseinsatz der NATO in der Ägäis, für den sich die Verteidigungsministerin unermüdlich eingesetzt hat und der ich dafür ganz herzlich danken möchte. Und ich will es auch hier ganz offen sagen, auch dieser Einsatz kommt nur Schritt für Schritt in Gang. Wir haben bis jetzt die ersten Überwachungsmöglichkeiten gegenüber der Insel Lesbos. Wir brauchen weitere Zugänge in die türkischen Territorialgewässer, damit alle Inseln überwacht werden können. Denn es zeigt sich jetzt schon in den letzten Tagen, dass wenn Lesbos sehr überwacht ist, in Chios mehr Flüchtlinge ankommen. Und auch das ist eben keine nachhaltige Lösung. Und deshalb brauchen wir Zugang zu allen Bereichen der türkischen Territorialgewässer. Bislang war es für Europa ein großes Problem, dass illegal eingereiste Menschen nicht wieder in die Türkei zurückgeschickt werden konnten, selbst wenn sie keinen Schutzanspruch in Europa hatten. Und genau bei diesem Problem setzen jetzt die Vorschläge an, die der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu am 7. März beim Gipfel mit den europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel vorgelegt hat. Seine Grundidee ist, dass die Türkei sich verpflichtet, alle Flüchtlinge zurückzunehmen, die zuvor illegal über die Ägäis nach Europa gekommen sind. Wann immer ein syrischer Flüchtling in die Türkei zurückgebracht werde, dürfe, so der Vorschlag des türkischen Ministerpräsidenten, im Gegenzug ein anderer syrischer Flüchtling legal aus der Türkei nach Europa reisen. Es ist ganz offenkundig, Ziel einer solchen Regelung ist es, den Flüchtlingen den Anreiz zu nehmen, in ein Schlauchboot krimineller Schlepper zu steigen und sich auf die lebensgefährliche Überfahrt nach Europa zu begeben. Eine Umsetzung dieses Vorschlags könnte also dazu führen, den kriminellen Schleppern in der Ägäis die Geschäftsgrundlage zu entziehen. Stattdessen gäbe es eine legale Alternative, die für Flüchtlinge sicher und für Europa kontrollierbar wäre. Da es aber unser Ziel ist, sehr schnell die Illegalität sozusagen zum Erliegen zu bringen, wird im Anschluss, also später, dieser Vorschlag ergänzt werden durch freiwillige Kontingente, die europäische Mitgliedstaaten übernehmen, um dann auch syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Und damit würde das grausame Sterben in der Ägäis endlich ein Ende finden. Allein in diesem Jahr, 2016, sind über 350 Menschen in der Ägäis ertrunken. Im vergangenen Jahr waren es 800. Ohne Zweifel handelt es sich bei diesem türkischen Vorschlag um sehr weitreichende Überlegungen. Es war deshalb wichtig, eine endgültige Entscheidung noch nicht am 7. März zu treffen, sondern dass wir uns die Zeit genommen haben, rechtliche und politische Fragen im Zusammenhang mit diesem Vorschlag eingehend und sorgfältig zu prüfen, uns auch mit dem UNHCR zum Beispiel zu konsultieren, um seinen Sachverstand zu nutzen. Aber, und das halte ich für sehr wichtig, aus dem türkischen Vorschlag spricht auch, und das war auch bei der Zustimmung zur NATO-Mission bereits der Fall, dass die Türkei mit Blick auf das Flüchtlingsthema selbst ein eigenes Interesse hat, den Flüchtlingszuzug in das eigene Land zusammen mit Europa zu ordnen und zu steuern, damit die Schleuserstrukturen nicht noch weiter um sich greifen, als sie das ohnehin, wie wir alle wissen, schon tun. Und das ist nämlich ein Zustand, der auch für die Türkei selbst auf Dauer nicht tragbar ist. Das Ziel ist also eine faire Teilung der Lasten. Dass die Türkei im Rahmen der Verhandlungen mit der EU außerdem ihre Interessen im Zusammenhang mit dem Beitrittsprozess zur EU artikuliert, das kann und sollte eigentlich niemanden von uns verwundern. Entscheidend ist auch hier, wie wir damit umgehen, ob und wie wir also einen Ausgleich der Interessen schaffen können, der unseren Werten entspricht. Die Türkei ist seit vielen Jahren Beitrittskandidat zur Europäischen Union. Für mich als Bundeskanzlerin und die Bundesregierung galt immer das Prinzip Pacta sunt servanda. Das hieß bislang und es heißt auch für die Zukunft, wenn wir im Falle einer vertieften Zusammenarbeit neue Verhandlungskapitel öffnen sollten, dann ist und bleibt unverändert entscheidend, dass die Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei weiterhin ergebnisoffen geführt werden
Und schon daraus folgt, dass der Beitritt der Türkei zur Europäischen Union jetzt wirklich nicht auf der Tagesordnung steht. Und auch bei den Verhandlungen über neue Kapitel kann und wird es keine Abstriche an unseren eigenen Prinzipien geben. Und dazu will ich zwei Bemerkungen machen. Erstens ist die Eröffnung neuer Kapitel nicht wegen uns so schwierig, sondern wegen der ungelösten Frage mit Zypern. Das heißt, wir haben hier noch Arbeit vor uns bis zum morgigen Rat. Und ich kann den Ausgang auch nicht prognostizieren. Und zweitens bitte ich uns gerade bei der Eröffnung von Kapiteln 23 und 24, die sich mit Rechts- und Justizfragen beschäftigen, vor allen Dingen auch die Chancen zu sehen, mit der Türkei in einen wichtigen Dialog zu kommen, der ja ganz drängend ist. Intensiv beraten werden gegenwärtig die Themen Rückführung von Drittstaatsangehörigen aus der EU in die Türkei und Visumsfreiheit. Hierzu haben die Spitzen der Koalition am 5. November letzten Jahres in einem Beschluss vereinbart, sich für Vereinbarungen zur Beschleunigung des Inkrafttretens der Rückführung von Drittstaatsangehörigen aus der EU in die Türkei und parallel dazu der Beschleunigung der Verhandlungen zur Visumsfreiheit einzusetzen. In der Folge habe ich dann beim Europäischen Rat für Deutschland zusammen mit den anderen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union am 29. November letzten Jahres in der EU-Türkei-Agenda vereinbart, die Rückführung von Drittstaatsangehörigen ab dem Juni dieses Jahres in Kraft treten zu lassen und die Visumsfreiheit spätestens ab Oktober dieses Jahres. Alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatten das einvernehmlich beschlossen. Beim Thema Visumsfreiheit möchte die Türkei den Prozess nun noch einmal beschleunigen und ihn statt im Oktober bereits Ende Juni dieses Jahres abschließen. Im Gegenzug bietet die Türkei an, alle Flüchtlinge wieder zurückzunehmen, auch die mit Bleiberecht, was mehr ist als nur normale Drittstaatler, und das alles ab sofort. Dafür möchte sie die Visumsfreiheit ebenfalls 3 Monate vorher erreichen. Sie sagt zu, und das ist absolut unabdingbar für uns, dafür alle Bedingungen zu schaffen, und das alles gilt es im Zusammenhang zu beachten. Entscheidend also ist, dass sich die Voraussetzungen nicht ändern, die die Türkei für eine Visumsliberalisierung erfüllen muss. Diese sind und bleiben unverändert. Es ist im Übrigen noch viel zu lösen, und wir werden sicherstellen, dass diese Bedingungen auch vollständig eingehalten werden und natürlich dies auch mit Ihnen allen immer wieder konsultieren. Nicht zuletzt bittet die Türkei um zusätzliche finanzielle Unterstützung bis Ende 2018, da nach Ihrem Verständnis die bereits bewilligten 3 Milliarden Euro für Flüchtlingsprojekte nur ein erster Schritt waren. Auch für Europa ist entscheidend, dass Flüchtlinge, die wieder in die Türkei zurückgeschickt werden, dort entsprechend unseren humanitären Kriterien und denen des UNHCR behandelt werden. Denn wenn die Türkei den Menschen eine sichere Versorgung, eine angemessene Lebensperspektive bietet, im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen, dann nimmt das den Menschen einen wichtigen Grund mehr, sich auf die lebensgefährliche Flucht mit Schleusern und Schleppern einzulassen. Ich halte den türkischen Wunsch nach mehr finanzieller Hilfe deshalb für völlig nachvollziehbar. Die Europäische Union ist dazu auch bereit. Entscheidend ist, dass diese Mittel auch tatsächlich in sinnvolle Projekte, und zwar an die sinnvollsten, fließen, in Unterbringung, in Schulen oder medizinische Versorgung. Und auch das werden wir sicherstellen. Und die Türkei bittet darum, dass das auch möglichst schnell geht. Dafür sind die Mechanismen in der Europäischen Union manchmal etwas schwierig. Erste 95 Millionen Euro wurden bereits ausgezahlt. Sie helfen 100.000 syrischen Flüchtlingskindern, den Schulbesuch zu ermöglichen, und zwar in arabischem Unterricht dann, und 700.000 Syrer in der Türkei mit Lebensmitteln zu versorgen. Bei aller notwendigen Sorgfalt, mit der wir die Gespräche mit der Türkei jetzt führen und zu führen haben, sollten wir eines aber nicht übersehen. Das, was die Türkei für weit über 2 Millionen Flüchtlinge, genau gesagt etwa 2,7 Millionen Flüchtlinge, in ihrem Land seit Jahren leistet, kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Es gereicht Europa nicht zur Ehre, sich als Union von 28 Mitgliedstaaten mit 500 Millionen Bürgern bislang so schwer getan zu haben, die Lasten zu teilen.
umso wichtiger ist es, dass wir nun dabei sind, doch wenigstens schrittweise voranzukommen. Meine Damen und Herren, die weitreichenden Vorschläge des türkischen Ministerpräsidenten zeigen, dass wir in den europäischen Verhandlungen zur Lösung der Flüchtlingsfrage an einem entscheidenden Punkt angekommen sind. Eine vertiefte Zusammenarbeit, wie wir sie mit der Türkei anstreben, ist immer eine Angelegenheit des Gebens und des Nehmens, des Kompromisses und des Ausgleichs von Interessen. Und das gilt für beide Seiten gleichermaßen. Es versteht sich deshalb von selbst, dass wir gegenüber der Türkei unsere Überzeugung, zum Beispiel zur Wahrung der Pressefreiheit oder für den Umgang mit den Kurden, entschieden einbringen, der bei allem notwendigen Kampf gegen den Terror der PKK stets die Angemessenheit des Vorgehens in Bezug auf alle Kurden zu beachten hat. Und eine vertiefte Zusammenarbeit, wie wir sie jetzt anstreben, zum Beispiel auch in der Diskussion über geöffnete Kapitel, kann hierfür im Übrigen den richtigen Rahmen bieten, wenn wir das auf der Grundlage klarer Kriterien und Voraussetzungen machen, von denen ich eben gesprochen habe. Wir spüren, dass auf beiden Seiten die ernsthafte Bereitschaft besteht, die Probleme in der Flüchtlingspolitik gemeinsam zu lösen, und das erachte ich als einen großen Fortschritt. Doch noch ist das Ergebnis nicht erzielt. Noch sind außerordentlich schwierige rechtliche wie politische Fragen zu klären, damit der Ausgleich der Interessen ein echter Ausgleich wird. Die Kommission hat heute im Übrigen zu den rechtlichen Fragen noch einmal eine Mitteilung veröffentlicht. Gleichzeitig muss der Ausgleich der Interessen dem Ziel des europäisch-türkischen Ansatzes dienen, die Zahl der Flüchtlinge dauerhaft und nachhaltig für alle zu reduzieren, wie auch weiterhin den Menschen Schutz geben zu können, die diesen Schutz auch wirklich brauchen. Beim Europäischen Rat morgen und übermorgen geht es also darum, ob es gelingt, eine Einigung zu erzielen, mit der wir uns zum ersten Mal eine echte Chance auf eine dauerhafte und gesamteuropäische Lösung in der Flüchtlingsfrage haben könnten. Zu dieser gesamteuropäischen Lösung gehört im Übrigen neben der Türkei auch die Partnerschaft mit unseren anderen Nachbarn, etwa in Nordafrika. Ich danke Innenminister Thomas de Maizière, der auf seiner Reise nach Marokko, Algerien und Tunesien weitreichende Vereinbarungen getroffen hat, genauso dem Entwicklungsminister Gerd Müller, der dies in Fragen der Entwicklungshilfe getan hat. Und Thomas de Maizière hat vereinbart, dass zukünftige Rückführungen von nicht schutzbedürftigen Migranten in diese Länder zu erleichtert werden. Zu einer gesamteuropäischen Lösung gehört ganz entscheidend, dass wir die Fluchtursachen gemeinsam bekämpfen. Hier sind die Friedensgespräche für Syrien von großer Bedeutung, wozu ich dem Bundesaußenminister allen Erfolg wünsche. Das ist ein langer, ein schwieriger Weg, aber ich glaube, in den letzten Wochen haben wir doch eine ganze Reihe von Ereignissen gesehen, die uns zumindest mehr Hoffnung geben, als wir das über lange, lange Zeit hatten. Und natürlich gehört es auch zu unserer Agenda, dass wir die Schlussfolgerungen des Valletta-Gipfels mit unseren afrikanischen Nachbarn umsetzen, und zwar konsequent umsetzen. Zu einer gesamteuropäischen Lösung gehört außerdem langfristig auch das Dublin-System zu reformieren. Die EU-Kommission wird demnächst Vorschläge vorlegen. Sie wollte das heute tun angesichts der intensiven Debatten über die rechtlichen Grundlagen der Türkei-Fragen. Hat sie das verschoben, aber sie wird das tun. Denn wir müssen wissen, wie wir das Dublin-System an die veränderten Gegebenheiten anpassen und zukunftsfest machen können. Und diese Vorschläge werden dann auch Grundlage für die weiteren Überlegungen sein. Ich sage ganz klar, nur mit einer Reform von Dublin werden wir Schengen langfristig aufrechterhalten können. Denn zu einer gesamteuropäischen Lösung gehört nicht zuletzt auch, dass wir schrittweise zu den offenen Binnengrenzen zurückkehren können, von denen wir im Schengen-Raum so sehr profitieren. 9 Schengen-Staaten, unter anderem Deutschland, sahen sich in den vergangenen Monaten gezwungen, temporäre Binnengrenzkontrollen einzuführen. Ich begrüße daher, dass die Kommission einen sehr ehrgeizigen Fahrplan vorgelegt hat, der das Ziel enthält, bis Ende des Jahres alle temporären Kontrollen wieder aufzuheben. Aber auch dafür müssen natürlich die Bedingungen erfüllt sein, sonst können wir das nicht machen. Das heißt, wir müssen bis dahin die Situation an den europäischen Außengrenzen in den Griff bekommen. Und alle Mitgliedstaaten müssen wieder ihre Verpflichtungen aus dem Schengener Grenzkodex einhalten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wenn sich all diese Bausteine zu einer Gesamtstrategie zusammenfügen,
dann können wir eine dauerhaft tragfähige gesamteuropäische Lösung tatsächlich erreichen. So haben wir als Staats- und Regierungschefs bei unserem Treffen im Februar und Anfang März gemeinsam vorgezeichnet. Und der morgen beginnende Europäische Rat ist hierfür eine weitere und ich würde auch sagen durchaus entscheidende Wegmarke, ohne dass ich schon voraussehen kann, wie die Entscheidungen genau aussehen. Ich bin und bleibe überzeugt, wir brauchen ein Europa, in dem gemeinsame Herausforderungen durch europäische Solidarität und durch gemeinsames Handeln gemeistert werden. Das ist der einzige Weg, der Europa langfristig Erfolg verspricht und der dazu führen wird, dass Europa und damit alle seine Mitgliedstaaten auch aus dieser Krise stärker hervorgehen werden, als sie in sie hineingekommen sind. Herzlichen Dank. Ich eröffne die Aussprache.